Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Obscuritas, in dem Teil die Jagd oder so. Ihr seht, ich bin immer noch hier, also da sehe ich jetzt nichts, was ich da machen könnte. Jetzt weiß ich nur nicht, was passiert, wenn ich hier rauslaufe. Aber ich werde es jetzt halt tun. Nochmal nachladen und richtige Taste finden. Jetzt habe ich es auch. Und weiter. Darf ich jetzt zurück? Nee, ne? Oh doch, ich glaube. Nein, da war ich noch nicht. Oh, da musst du ja richtig aufpassen. Oh. Habe ich den Hund verarscht? Kann das sein? Habe ich? Cool. Einfach mal versehentlich versteckt. Wollte ich ja an sich nicht. Hauptsache, der wartet jetzt nicht hier irgendwo. Dann verarscht er mich nämlich. Ach du. Ja, schön hier lang. Und weiter geht's. Wenn ich jetzt wüsste, wo das Vieh ist, dann wäre ich ja schon zufrieden. Was? Oh, geh weg, du Spinne. Und, verdammt, ich komme. Alter, leck mir an die Füße mit solchen Kram. Bin ich weitergekommen. Das mag ich nicht. Keine Checkpoints. Das heißt, geht hier im einen Rutsch durch. Oh. Immer mit Blick nach unten. Wo geht's hier? Okay, gut, dass du mir das gezeigt hast. Tür oder Seite? Tür. Verdammt, ich höre da hinten irgendwas, deswegen wollte ich jetzt die Tür nehmen. Irgendwas habe ich hier gehört, ich weiß noch nicht was. So, schön seitlich bleiben. So ist fein. Oh, Alter. Wenn du nicht weißt, ob an der nächsten Ecke der Hund wartet oder nicht, dann ist das ein Problem. Hier lang. Und weiter. Oh, der war gemein. Den hätte ich bald nicht gesehen. Okay. Hat der es auch? Da ist ein Hund. Verdammt. Und ich... Der kommt da nicht durch. Was soll ich denn jetzt tun? Kann der nicht einfach wieder zurücklaufen? Keine Chance, ne? Ob ich dem die Tür aufmachen kann? Er scheint mich ja nicht zu sehen. Ja, das dachte ich mir. Aber da hatte ich jetzt keine Möglichkeit. Also, dass ich mich versteckt habe, war in diesem Fall nicht so gut, weil da eine dusselige Tür war. Da muss ich durch und da muss ich die Tür wieder schließen. Ach du Heilige, na, das kann heiter werden. Gute Nacht auch. Gute Nacht auch. Ja. Funzel an, Batterien holen. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, die eine Batterie, die lasse ich dann jetzt aber aus. Ich glaube, die nehme ich gar nicht mit, weil das kostet Zeit. Und ich weiß nicht, wie lange ich an der Tür rumfuchtel. Ja, genau das meine ich. Ich hatte es jetzt im Laufen versucht, hat nicht funktioniert, bin ich direkt vorgelaufen. Und dann... Ah, die schließt sich automatisch, ne? Das ist das Gute daran. Das Schlechte ist, es dauert halt seine Zeit. So, mach den wieder an. Hier ging es erst lang. Batterien holen. So. Die brauchen wir gleich. Nein, lass die Tür auf. Im Laufen kriege ich die nicht auf. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit die Shift-Taste schon gedrückt. Weil eben habe ich schon mal das Problem gehabt, dass ich die Shift-Taste nicht gefunden habe. So. Und go. Den ganzen Weg nochmal. Und tschüss. Ja, du kannst mich jetzt mal. Ich laufe jetzt einfach geradeaus. Du bist gut.
Nee. Bist du weg hier? Das tut es auch nicht. Ach, bei der Spinne bleiben wir auch noch hängen, ne? Das Dumme ist, dieser dämliche Hund, der läuft ja nicht in diese Fallen rein. Da muss ich irgendwie ganz schnell durchkommen. Sonst habe ich ein Problem. Also immer schön die Lauftaste gedrückt halten und hoffen, dass ich nicht zu blöde bin. Ganz wichtig. So, da war die Tür mit den Batterien. Ach, jetzt geht's aber richtig rund. Da lang und nach oben. Und nach... Oh, der war wieder... Der ist... Echt mal. Ja, das ist das auch ganz dumm. Weil der Hund, der läuft ja einfach weiter. Dadurch verliere ich Zeit, weil der Hund aufholen kann. Ist einfach mal nur, weil ich um die Ecke laufen muss. Und der Hund halt geradeaus rüberläuft. So. Und, oh. Aber noch höre ich ihn ja nicht. Also entweder ich bin weit genug weg. Oder solange ich die Dosen nicht treffe, bleibt er aber einfach nur weit genug weg. Nein, nicht das schon wieder. Komm, weiter, weiter, weiter. Okay, jetzt wird's kriminell. Weil wenn ich die Zeit nicht habe, bei dem Ding werde ich immer aufgehalten. Wenn ich die Zeit nicht habe, da durchzukommen. Oder die Fallen, die tun mir nichts und ich kann darüber laufen. Aber ich glaube, dann habe ich die Zeit trotzdem nicht. Ich glaube, die Zeit, die fehlt mir dann dennoch. Das Dumme ist, dass da hinten die Tür verschlossen ist. Das ist das Dumme an der Geschichte. Ich versuche jetzt einmal nur geradeaus durchzulaufen. Ich muss nur dran denken, dass die eine Tür verschlossen ist und ich dort rechts abbiegen muss. Das ist wichtig. Dort direkt lauf, lauf, lauf und alles ist gut. Einfach jetzt durchlaufen. Die einen Batterien nehmen wir mit. Oh, das geht doch im Laufen. So, die eine Kerze machen wir gleich wieder an. Weiß nicht warum, ich mach's einfach. So. Und dann ging's da lang. So, Batterien mitnehmen. Super, können wir nämlich brauchen. Und jetzt, let's go. Ich versuche jetzt einfach geradeaus rüber zu laufen. Also es kann sein, dass ich jetzt drauf gehe. Aber vielleicht habe ich mich ja geirrt. Und ich kann geradeaus rüber laufen. Dass das ähnlich ist wie hier, dass ich einfach nur nicht zurücklaufen darf. Ich weiß, dass das nicht... Ich weiß, das klingt überhaupt nicht gut. Weil ich verliere natürlich durch den Zickzacklauf auch Zeit. Logisch. Wo halt... Ja, da werde ich definitiv nicht rüberlaufen können. Da muss ich dran herlaufen. So, da haben wir das Ding wieder. Das seitliche Laufen kostet auch nochmal ein bisschen Zeit, aber das ist jetzt mal das, wo ich sage, okay, damit komme ich am besten klar. Immer dieses gemeine Ding. Und durch. Yep. Der erste geht, der zweite nicht. So, das heißt, beim ersten kann ich... Dadurch kann ich 2 Meter aufholen, ja, aber mehr auch nicht. Beim zweiten ist dann wieder die Frage. Also ich muss diesen... Nur wenn mich die Spinne aufhält. Eben war ich ganz rechts. Davor war ich etwa mittig, ganz links. Hättest du mal auf leicht gestellt. Hallo? Hunde haben 4 Beine. Das sind doppelt so viel, wie ich habe. Natürlich sind die schneller. So. Das ist eine Meckertante. Die meckert mich immer an. Jetzt kennen wir ja den Weg schon. Deswegen. Jetzt brauchen wir gerade kein Licht. Links. Und links und Kerze da hinten. Wenn ich nicht irre. Okay. Nicht. Wand. Da. Da war die Kerze. Tür. Batterien.
Warum sind die da oben eigentlich immer weg, wenn ich es auch nicht reingetan habe? Jetzt mal überlegen. Bevor wir da jetzt wieder durchlaufen. Also es hapert momentan an dem Spinnennetz. So viel steht fest. Da hapert es momentan dran. Ich war beim ersten Mal etwa mittig, wo mich die Spinne aufgehalten hat. Warum kommt der dämliche Hund dann nicht durch die Tür? Zivi war damals schlauer, der hat die Tür einfach aufgemacht. So, das heißt, mit dem Verstecken ist zwar insofern eine ganz gute Idee jetzt gewesen. Wie ist das denn, wenn ich erst vorlaufe und mich verstecke? Da waren noch Dosen. Ich laufe vor, ich verstecke mich. Und dann gehe ich wieder ein bisschen zurück. Und tue eine Dose. Ich kann aber die Dose müsste quasi vor dem Versteck sein. Die Dose. Jetzt muss ich dann gleich echt drauf achten. Auf dem Weg zu diesem Versteck, ob ich da... Nee, weiter nach hinten raus müsste eine Dose sein. Ich meine, da hätte ich noch zwei Stück gesehen. Eine grüne und eine rote, wenn ich nicht irre. Okay, versuchen wir es auf diesen Weg. Weil wenn dieser Hund ja Geräusche gehört, das hat man in vorigen Folgen schon mal gesehen, dann rennt er dorthin. Okay, versuchen wir das. Let's go. Aber so wie ich die Sache sehe, wird das erst was in der nächsten Folge. Hahaha. Nicht wie weg hier. Nein, klingt auch nicht gut. Ich versuche jetzt erstmal auf meine Weise. Also auf eine andere. Ich weiß nicht, ob die richtig ist, aber ich kann es versuchen. So. Wo ist das Versteck? Weiter, 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 weiter. Bis zum Versteck. Da ist schon mal eine Dose. Und da ist ein Versteck, okay. Da könnte ich dann, wenn ich die Dose getroffen habe, schnell wieder zurück ins Versteck. Jetzt lass mal erstmal weiterlaufen. Und wenn der nämlich dann ganz zurückläuft, dann kann ich nach vorne laufen. Dann dürfte ich auch genug Zeit haben. Ich muss halt nur, wenn ich ihn dann höre, direkt wieder zurück. Das könnte funktionieren. Das Dumme ist natürlich, dass die Musik jetzt recht laut ist. Das schaffe ich niemals in den 2 Minuten, die wir noch Zeit haben. Das schaffe ich nicht. Das heißt, diese Folge wird kürzer. Ich warte jetzt erstmal noch kurz. Lass den erstmal, dass er definitiv sicher da hinten ist, da ganz hinten. So, dann da habe ich hier vorne, das ist nicht weit weg, das ist schon mal sehr gut. Und dann laufe ich hierhin zurück. Wäre ja schön, wenn der Hund dann da hinten auch gegrillt würde, ne? So aufgespießt. Aber den Geisterhunden passiert das natürlich nicht. Ja, meine Lieben, ich finde es schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich weiß, ihr hasst das, was ich jetzt tue. Das weiß ich. Das würde ich auch hassen. Zumal solltet ihr das schon irgendwo anders gesehen haben und ihr wisst, ob es funktioniert oder nicht. So, jetzt sieht es erstmal aus. Aber es muss leider sein. Wir haben jetzt 14 Minuten rum. Und jetzt schaffen wir niemals in der Minute. Und ich muss mal schon auf den Upload, das wisst ihr. Schreibt ihr mir einfach mal drunter, was ihr jetzt von der Idee haltet. Sagt noch nicht, wenn ihr schon gesehen habt, ob es funktioniert oder nicht. Das wäre dann schade für alle anderen, die es noch nicht wissen. Ich werde es ja bis dahin wissen. Aber die anderen nicht. Ja? Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Und lasst mir gerne einen Daumen hoch da, das würde mich freuen. Und tatsächlich auf Social Media, das würde mich natürlich auch freuen. Also, bis dahin. Bye-bye.